Ja, einen wunderschönen guten Morgen wieder, meine Lieben. Ich bin wieder unterwegs und zwar wieder an meiner schönen, geliebten Werra. Man sieht so Bäume hinter mir und die letzte Zeit sind hier heftige Stürme gewesen. Das hat hier getobt wie verrückt. Es ist immer noch ein starker Wind, aber ja, von diesen Weidenbäumen, die hier sind, an der Werra rumstehen, sind dann die Äste runtergebrochen und hier will ich mir einfach mal ein paar Fotos mitnehmen, um das irgendwie so ja, in den Kontrast zu setzen, diesen abgebrochenen riesigen Ast zu diesem, ja, zu diesem Baum da hinten. Das hinten ist keine Weide, das ist glaube ich eine Eiche. Ja, ich stelle es euch einfach mal hier vor, das Ganze, was ich hier so machen will. Ich würde sagen, bis gleich. Hier vor mir steht der Baum, er hier, und hier unten liegen dann hier diese Äste hier rum. Und hier habe ich mir jetzt mal verschiedene Bilder mitgenommen und stelle ich euch mal den Bildausschnitt vor. Ja, mein erster Bildausschnitt. Ich drehe euch mal auf der Kamera einfach hier rum. Ja, ich bin dann mal hier rüber gelaufen, um das Chaos hier unten festzuhalten. So ungefähr aus dieser Perspektive, das ganze Chaos hier unten. Dann hier der mächtige Baum. Und ich weiß gar nicht, ob man es sieht, von hier oben ist diese Bruchstelle und dann ist dieser riesige Ast hier und der andere dahinter, die sind dann von hier oben runtergekracht und liegen dann jetzt hier. Es kommt wieder so schön das Licht hier durch. So habe ich mir dieses Bild ebenfalls mitgenommen, das auch noch so ein bisschen von dem Fluss hier drauf ist. Und man sieht auch hier, also es hat sich gleich schon wieder der Biber hier, man sieht hier die Bissspuren, hat sich gleich wieder der Biber hier so richtig schön bedient an diesen runtergestürzten Ast. Und ich werde erstmal sagen, ich blende euch mal das Bild hier ein. Ja, mein zweites Motiv, ebenfalls wieder, drehe ich euch mal wieder rum. Ja, das soll dann diese Perspektive gewesen sein, also das, was heißt gewesen sein, dass hier vorne der Ast hier drin ist, hinten wieder der mächtige Stamm, so ein bisschen diesen Kontrast von diesem abgebrochenen Ast hier. Also das Bildchen habe ich mir ebenfalls mitgenommen und ich würde erstmal sagen, ja, auch mit diesem Bildchen viel Spaß. Hier ist das Bild.
Ja, dann nächste Perspektive. Ich bin ja heute, also ich bin mit meinem Samyang unterwegs, mit meinem 14 mm, also 14 mm am Vollformat. Und deshalb drehe ich euch gleich rum, denn das wäre dann diese Perspektive so richtig nah hier an diesen Ast hier dran. Die Sonne kommt hier von rechts hier rein, beleuchtet die Szene hier so schön. Dann wäre hier dieser Ast hier, hinten wieder der Baum, der mächtige Stamm. Und so aus dieser Perspektive möchte ich mir ebenfalls ein Bildchen mitnehmen. Ja, einfach wieder viel Spaß mit diesem Bildchen. Ja, dann Chaos, ja, wieder eine neue Perspektive, eine neue Komposition. Ich drehe das Ganze wieder rum. Und zwar wäre das dann diese Perspektive, als rechts hier diesen Baum, dann hier wieder das abgebrochene Astwerk, das hier drin liegt. Die Werra fließt so schön hier durchs Bild und ja, ein bisschen hier so rüber, dass man als Gegenpol hier diesen Baum hier noch drin hat, mir die Perspektive so einigermaßen passt. Na, so will ich mir das Bildchen ebenfalls mal mitnehmen und einfach mal wieder ein bisschen abwarten, bis wieder so ein bisschen Licht hereinkommt. Und ich würde auch sagen, viel Spaß, meine Lieben, mit diesem Bild. Keine Angst, ist nicht wegen mir. Kommt auch keine Flutwelle oder sonstiges. Einfach, ja, keine Ahnung. Also nicht wegen mir. Ich will jetzt nochmal hier nach vorne, um mir von vorne nochmal so eine schöne Perspektive mitnehmen.
Ja, hier hinter mir ist auch noch mal so eine richtig schöne Perspektive. Ich habe mir vorhin schon mal vorsorglich, weil ich schon irgendwie geahnt habe, dass sich das wieder zuzieht, habe ich vorhin schon mal ein Bildchen gemacht mit Licht. Aber, meine Lieben, ich gehe mit euch mal hier unten hin und zeige euch das ganze Ding mal auf der Kamera und na, einfach folgen. Also die Enten fliegen hier rum. Also eine Perspektive habe ich mal von hier oben gemacht und eine Perspektive hier knapp über dem Wasser und hier rein fotografiert. Die stelle ich euch mal hier auf der Kamera vor. Und zwar bin ich dann hier ebenfalls in die Hocke gegangen. Und ja, ich schalte die Kamera mal wieder an. Ja, das sind dann hier diese Perspektiven, die ich mir mitgenommen habe. Also ich will einfach mal hier diesen Baum hier drin haben, ohne Blätter. Dann diesen, wo die Werra hier so reinfließt und hier hüm und drüben so begrenzt wird von diesen Bäumen. Hier das schöne Grün mit diesen alten Treibholz hier drin. Ja, diesen Bildausschnitt habe ich mir ebenfalls mitgenommen. Ich schalte die Kamera wieder aus. Und ja, würde ich sagen, blende ich das Bild ein. Einmal so, wie ich es jetzt gemacht habe, bei diesen Lichtverhältnissen und einmal von vorhin, wo das Licht noch so richtig schön hier reingekommen ist. Und ich würde sagen, hier ist das Bild. Hier sind die Bilder. Ja, auch hinter mir wieder ein schönes Motiv. Also wirklich, wirklich schade, dass sich das jetzt hier hüben eingetrübt hat. Hier hüben sind auch so ein paar schöne Wolken. Aber hier, ja, es würde genau passen, weil die Sonne steht genau hier hinter euch und scheint dann hier so rüber. Und das würde das schöne Morgenlicht jetzt so richtig schön hier drauf gehen. Aber schade. Ja, man kann nicht alles haben, aber auch diese Bedingungen haben ihren Reiz und ich habe mir noch mal eine Perspektive hier mitgenommen und zwar ganz tief
Ihr wisst ja, Weitwinkel nah ans Motiv und hier eine fast bodennahe Aufnahme. Ich schalte die Kamera mal an. Und ja, richtig tief hier runter. Der Himmel ist natürlich extrem super. Und ja, kommt mir ein bisschen dunkel vor hier. Also ich mache das Ganze mal ein bisschen heller. So wie hier, dass man auch ein bisschen was sieht. Also das soll hier mein Bildausschnitt sein. Und zwar von ganz unten. Ja, soll jetzt nicht ganz so tief sein. Also man muss immer abwägen, ob man jetzt hier den Vordergrund so stark betonen möchte. Oder, ja, mir fehlt dann hier hinten irgendwie. Ich möchte hinten dann auch noch so ein bisschen Perspektive hier drin haben. Und ja, das Ganze soll dann wie hier aussehen. Na, wieder runter. Und ja, so ungefähr wie hier. Dieses Bild habe ich mir auch mitgenommen. Und na, ich schalte die Kamera wieder aus. Ja, ich blende euch das Bild hier mal ein. Und bei Weitwinkel, also 14 mm, super Weitwinkel, ziemlich nah ans Motiv ran, sonst verliert sich das Ganze, dieser Effekt von diesem Weitwinkel geht dann verloren. Also immer nah ans Motiv und damit man eine schöne Perspektive erzeugen kann, damit der Vordergrund richtig dominant wird und das Ganze dann in den Hintergrund so ein bisschen ausfließt. Hier ist das Bildchen. Ja, dann wieder herrlichstes
herrlichstes Motiv wieder am Wegesrand. Stellt es euch mal wieder vor. Ja, mein Weg, wo ich hergekommen bin, hier vorne bin ich jetzt hergeradelt. Und ja, wenn man dann einfach hier rüber läuft, ist hier wieder eine schöne Eiche, die hier. Und jetzt haut natürlich die Sonne hier rein. Und hier hinten ist dann so ein Herbstler, also diese abgeknickten Bäume, die sind schon orange. Hier oben hängt auch so ein bisschen drin. Und dann hier drin ist auch, ja, das verfärbt sich auch so langsam, das Laub. Nur muss ich hier weiter rüber gehen. Ja, und dann möchte ich mir das Bild hier so mitnehmen, dass hier links der Stamm drin ist. 14 mm ist natürlich jetzt viel weitwinkliger. Und dass hier oben die Sonne hier so durchkommt wie hier. Mit so einem kleinen Sonnenstern, der so durchs Laub blinzelt. Und die schöne Lichtschattenstimmung hier. Also das macht mich natürlich wieder so richtig, ja, das reißt mich so wieder richtig vom Hocker. Dann der Himmel ist auch, man sieht zwar nicht viel Himmel, aber ja, ist trotzdem ganz spannend, wie ich finde. Und so soll das Bild dann mitgenommen werden. Also so möchte ich mir das Bildchen mitnehmen. Und hier ist das Bild. Ja, meine Lieben, das war's wieder von meinem Fotovlog von den abgebrochenen Bäumen im Sturmwind durch die Gegend gewirbelt. Man sieht auch, jetzt wo ich hier drauf sitze, was das doch für Apparate sind, die von hier oben hier runterkommen. Ja, wie immer hat wieder riesen Spaß gemacht, hier fotografisch unterwegs zu sein, wieder draußen in der Natur. Vorhin hat sich zugezogen, wie ihr gesehen habt. Das ist jetzt alles in die Richtung. Hier hinten ist wieder alles schwarz. Hoffentlich fängt es nicht noch das Regnen auch noch an. Hier drüben bester Sonnenschein, blauer Himmel, schöne Wölkchen. Ja, was wollte ich jetzt überhaupt wieder? Ja, also wie gesagt, hat riesen Spaß gemacht. Geht raus, meine Empfehlung wieder. Wie immer, geht raus zum Fotografieren, nutzt die Gelegenheiten, vor allem jetzt, wo der Herbst hier vor der Tür steht und sich dann so langsam das alles verfärbt. Und ja, ein Abo würde mich riesig ehren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und zu kommentieren, zu liken. Alles gut für den Algorithmus, würde mich riesig ehren, würde mich riesig freuen. Um den kleinen Kanal ein bisschen aufzubauen. Ja, in diesem Sinne, lieben Dank an euch fürs Zusehen. Lieben Dank, dass ihr mich wieder begleitet habt. Das war ja heute eine Challenge eigentlich. Ich habe hier das Samyang 14 mm, das 2,8er, das komplett manuelle Objektiv drauf gehabt. Und man sieht auch mit einem Billigobjektiv und mit einer zurzeit billig Kamera, der Canon R
die man hier bei eBay, ich glaube schon für 900 Euro, ist glaube ich schon gesehen, nagelneu bekommt. Das Objektiv, glaube ich, was kostet das Ding, glaube ich, 300 Euro irgendwas. Also mit 1200 Euro wäre man hier voll dabei. Ihr seht, ihr habt ja die Bilder gesehen. Und ich glaube, ja, mehr braucht man nicht. Man braucht ja nicht hier die Objektive für Tausende von Euros und Kamerabody für Tausende von Euros. In der Landschaftsfotografie reicht auch Billig-Equipment. Was heißt Billig-Equipment? 1300 Euro sind 1300 Euro. Die muss man ja auch erstmal haben. Aber man braucht nicht hier dieses sündhaft teure Material und ständig neues Objektiv, ständig neuer Body und dies und das und hast du nicht gesehen. Also man kann auch glücklich werden mit relativ preisgünstigem Material. Man muss nicht diesen Wahn verfallen, ständig irgendwas anzuschaffen, was man im Endeffekt dann gar nicht so richtig nutzt. In diesem Sinne, danke nochmal an euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, geht raus. Ciao, ciao, euer Frankie aus Thüringen.